06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Christoph Stresser, es ist ein fast Neuanfang für den SC Preußen, eine große Umstrukturierung in jedem Fall. Was waren die Ideen dahinter, jetzt eben drei Geschäftsführer zu bestellen und eben auch bei den Personen? Ja, wir wissen, dass wir vor riesengroßen Herausforderungen stehen. Die Möglichkeiten, das jetzt zu machen, hat uns ja Bernhard Niewöhner sozusagen auf den Tisch gelegt, dadurch, dass er seine Entscheidung getroffen hat, nicht weiterzumachen. Was wir noch gebührend mit ihm auch begehen werden. Wir haben viel ihm zu verdanken. Aber wir haben eben auch gesehen, dass es für diese Neuausrichtung, die wir jetzt haben, für diesen doch langfristigen Aufbau nachhaltige Strukturen braucht, dass die handelnden Personen auch mit mehr Kompetenzen ausgestattet werden. Und das ist, glaube ich, der Kern unserer Überlegungen. Und wir sind sehr froh, dass wir da drei Menschen gefunden haben, denen wir das absolut zutrauen und mit denen wir auch vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ein zentrales Element wird sicher Neuzugang Ole Kittner sein, nicht mehr als Spieler, sondern eben als Geschäftsführer. Warum die Wahl auf ihn gefallen und was zeichnet eben für diesen Job auch aus? Ja, das ist für uns wirklich ein Highlight. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten, in denen er ja schon für den Verein unterwegs gewesen ist, gemerkt, welche Fähigkeiten, Kompetenzen er hat, insbesondere in Fragen der Kommunikation. Er gilt bei vielen Münsteranerinnen und Münsteranern als eine Figur, mit der man sich identifizieren kann, ein Gesicht sozusagen für den SC Preußen Münster. Und ich glaube, dass uns diese Personalentscheidung mit den beiden anderen wirklich nach vorne bringt, mehr Vertrauen gewinnt, mehr Rückhalt in der Stadtgesellschaft, in der Region. Ole ist bekannt als Fußballer und jetzt wird er eben auch daran arbeiten, dass er mindestens genauso bekannt wird als, ich sage jetzt einfach mal, Manager in unserem Verein. Peter Niemeyer, ab Sommer Geschäftsführer Sport, damit geht auch für dich der Weg bei Preuß Münster weiter. Wie schnell war für dich klar, dass das Kapitel hier eben auch im Sommer noch nicht vorbei ist? Relativ schnell, weil für mich, genau wie du schon sagst, der Weg ist noch nicht vorbei. Wir sind den Weg irgendwie von anderthalb Jahren gestartet und ich freue mich auf den weiteren Weg. Wie sieht dein Aufgabenfeld dann im Sommer aus? Tut sich was dadurch oder bleibst du am Ende einfach Peter Niemeyer, der hier versucht, seinen bestmöglichen Job zu machen? Ja, ich glaube, dass der Bereich weiterhin im Sport sein wird und dass sich da nicht groß was ändern wird. Wir haben viele, viele Aufgaben vor der Brust, die wir bewältigen wollen und da gibt es genügend zu tun. Also von daher bleibe ich in dem Bereich tätig. Ihr seid dann zukünftig ein Trio oder ab Sommer eben. Inwieweit sieht dann die Zusammenarbeit unter euch dreien aus? Also ich glaube, das ist total zukunftsorientiert gedacht und ich bin total glücklich darüber, dass der Verein diesen Weg gewählt hat. Es ist ein mutiger Weg, keine Frage, aber ich glaube genau der richtige und der Preußenweg. Und ich habe mich mit Ole in den anderthalb Jahren immer wieder ausgetauscht, haben dann schon ein gutes Arbeitsklima gehabt und mit Albrecht sowieso. Von daher wird das meiner Meinung nach auch dann auf der Geschäftsführerebene relativ easy laufen. Albrecht Dörries, dir auch ein herzliches Willkommen bei 06 TV. Es ist deine Premiere, dabei bist du schon lange eigentlich ja dabei und bleibst eben weiter noch dabei. Schön, dass es so ist. Inwieweit verändert sich denn für dich im Sommer überhaupt was? Verändern wird sich für mich hoffentlich einiges. Im strategischen Bereich werde ich mich halt zusammen mit meinen beiden Geschäftsführerkollegen dann halt deutlich mehr beschäftigen können und auch müssen, als das bisher der Fall ist. Und sicherlich werde ich aber auch trotzdem halt die Aufgaben, die ich bisher oder einige der Aufgaben, die ich bisher halt im Wesentlichen bearbeitet habe, die werde ich halt auch weiterhin bearbeiten müssen. Mit Peter Niemeyer und Ole Kittner hast du zwei, die sich vor allem umtriebig wahrscheinlich beschäftigen werden. Ist es dann deine Aufgabe, die Zügel, die beiden Jungs beisammen zu halten? Genau, also wenn wir so mal so ein paar, ich bringe auf jeden Fall in das Trio die Erfahrung ein, muss mal nicht das Alter, sondern die Erfahrung, um es mal positiv zu sagen. Und ja, das sehe ich, also natürlich werde ich, ich glaube, wissen die auch zu schätzen, dass ich halt da einen gewissen Vorsprung habe in der Hinsicht und auf den sie sich irgendwie auch im Zweifel irgendwie verlassen können. Und ich überlasse den beiden auch, weil das passt auch zu mir, überlasse denen auch gerne irgendwie da die Frontplätze. Ole Kittner, herzlich willkommen zurück bei Preuß Münster, jetzt in ganz neuer Funktion. Wie war für dich der Weg bis zu dieser doch vielleicht großen Entscheidung auch für dich? Ja, erstmal überraschend. Ich glaube, einigen anderen ging es genauso, als die Anfrage kam.
Mit der Zeit habe ich mich dann aber immer wohler damit gefühlt. Jetzt ist eine riesige Freude da. Ich habe sehr viel Energie, möchte am liebsten morgen anfangen, muss noch bis zum 1. Juli warten. Aber ja, sehr, 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 sehr schön, dass ich jetzt wieder voll an Bord bin. Wie soll dein Aufgabenfeld ab Juli dann aussehen? Was steht für dich auf dem Programm? Genau, auf dem Namensschild steht Marketing, Strategie und Kommunikation. Im weitesten Sinne ist es also, den Verein und seine Interessen nach außen zu vertreten, sowie auch mit Partnerschaften diese zu intensivieren oder auszubauen, neue zu knüpfen. Darüber hinaus die Geschäftsfelder, die es schon gibt, weiterzuentwickeln, neue zu entwickeln. Und auch die strukturellen Herausforderungen, die jetzt auf den Verein zukommen mit dem Stadionumbau und der Standortentwicklung auch mit den beiden Nachbarn, USC und den Baskets, weiter voranzutreiben. Wie sehr hilft da dein doch schwarz-weiß-grünes Herz bei so einer Aufgabe, der viel Leidenschaft gefragt ist? Ja, sehr, glaube ich. Also auch die Verbindung zu den Menschen, die Verbindung in die Stadt sind mit Sicherheit sehr hilfreich. Mein beruflicher Hintergrund ist auch hilfreich, aber ich glaube gerade, dass man die Stadt kennt, den Verein kennt, das ist definitiv ein Faktor, der hoffentlich hilfreich ist.